Liebe Eltern, alle Kinder von Sondra und Umgebung, aufgepasst, es ist fast zu weit. Am kommenden Samstag um 14 Uhr geht's los mit nämlich dem Kinderfest. Genau, und dem Tigerentenclub. Tigerentenclub und eine Menge anderes, großes Programm. Richtig, genau. Also sind alle Schulen und alle Kindergärten beteiligt, also sowohl die städtischen als auch die kirchlichen Kindergärten. Und ja, die waren in der vergangenen Zeit nicht nur kreativ, sondern auch aktiv und wirken beim Programm entsprechend aktiv mit. Auch die Schule, die Adam-von-Trott-Schule in dem Fall, ist beteiligt. Und ja, wir haben zwischenzeitlich halt verschiedene Auftritte des Tigerentenclubs und gastronomisch ist mit Kaffee und Kuchen, Grillspezialitäten, bestens vorgesorgt und auch was die Bewirtung, kühle Getränke gibt es natürlich und ja, wir freuen uns, möglichst viele ja, Familien in Sonntag begrüßen zu dürfen. Ja, das wird bestimmt ein kleiner Tag, ein Riesenprogramm und ich sehe auch für mich ist was dabei, Jugendverkehrsschule, da werde ich mal gucken, ob ich das alles noch kann hier. Genau. Also wirklich ein tolles Programm und mir fällt auch bei dem Plakat auf, eine Menge Sponsoren haben Sie hier in Sondra zusammenbekommen. Ja, genau. Da nochmal herzlichen Dank an die Sponsoren und vor allen Dingen auch an alle Helferinnen und Helfer, die ja, die Veranstaltung überhaupt erst möglich gemacht haben. Ist ja das erste Kinderfest hier bei uns. Also, erste Kinderfest am 19. Wir freuen uns, auf dem Breitwiesen alle begrüßen zu dürfen. Ich werde auch vorbeikommen, ihr habt es ja gehört. Jugendverkehrsschule und bestimmt Kaffee und Kuchen. Genau. Und das Bike Center, Vera Meissner, hat einen großen Parcours vorbereitet. Also, bis dann.